So, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Playoff-Halbfinalspiel zwischen den Löwen aus Waldkreiburg und den Memminger Indians. Endstand 4:3, 2 Sekunden vor Schluss von der Overtime. Die Drittelstände 1:1, 0:2 und 2:0. Wir bedanken uns bei 971 zahlenden Zuschauern. Jetzt haben wir die Stimmen der beiden Trainer. Zum einen der Co-Trainer von Memmingen, der Marc Vollerbrücken. Und auf unserer Seite, wie immer, der Rainer Zervis. Marc, eine kurze Stellungnahme aus deiner Sicht zum heutigen Spiel. Ja, schönen guten Abend an alle. Ich glaube, für die Zuschauer war es heute ein schönes Spiel, ein schnelles Spiel. Viele Torexzellen, ging länger als 60 Minuten. Unsere Mannschaft war ein bisschen überrascht am Anfang, dass Waldkreiburg mit 3 Spielern hart auf den Scheibenführung geht. Sind da aber, glaube ich, nach 10 Minuten relativ gut reingekommen. Das erste Tor ging nach Waldkreiburg, war gerecht. Und dass wir den Ausgleich kurz vor Schluss mal mit Daniel Brunner mit dem Alleingang, dass er da noch durch die Beine schiebt, sag ich mal, kann passieren. Oder Glück für uns. Dann, sag ich mal, war unsere Mannschaft im zweiten das Spiel bestimmt. Wirklich super gespielt. Wir wussten, dass es eine harte Serie wird, dass wir wirklich die Zweikämpfe auch hart angehen müssen, dass wir die Scheiben zu kaufen müssen. Das haben wir im zweiten Drittel gemacht. Im dritten Drittel haben wir irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Scheiben nicht mehr wirklich zum Tor gebracht, nur noch, dass die Scheibe hinten irgendwie einigermaßen rausgeht. Ging ganz gut. Verlängerung, 4:3, 2 Sekunden vor Schluss. Wir haben uns entschieden, da über die Schiedsrichterleistung gar nichts mehr zu sagen. Weil es ist eigentlich immer das Gleiche. Ich sag mal, verdient über die ganzen weiten Strecken, wenn du ein, zwei mehr machst als der Gegner, aber über die Distanz hast du verdient gewonnen. Danke. Rainer, aus deiner Sicht. Gut, erstmal schönen Abend. Ich will jetzt gar nicht so viele Worte finden, weil es das erste Spiel von der langen Serie. Und ich bin natürlich erstmal froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wobei ich natürlich mit der Leistung nicht unbedingt zufrieden war. Die ersten 10 Minuten haben wir, glaube ich, wirklich gut ins Spiel gefunden. Und ab der 10. Minute haben wir eigentlich aber kein Playoff-Hockey mehr gespielt, bis zur 40. Minute. Und da waren wir wirklich im Kopf ganz woanders, aber nicht hier im Stadion. Es war auch wirklich kein gutes Spiel von uns, also wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. So, ja, das war, hat uns, glaube ich, allen nicht ganz so gut gefallen, aber dann, was wirklich dann der Mannschaft wirklich hoch anrechnen muss, dass sie wirklich im letzten Drittel dann wirklich nochmal den Schalter umlegen konnte und die Spieler dann auch umgerissen hat. Das hat man auch gemerkt. Also die Körpersprache und das Läuferische, das war die ersten 2 Drittel, war einfach zu wenig für ein Playoff. Das war jetzt wieder ein Vorbereitungsspiel und kein Playoff-Spiel. Und ab der 40. Minute war es dann ein Playoff-Spiel. Und dann, wenn es 2 Sekunden natürlich vor Schluss gewinnst, ist natürlich glücklich. Auch ein bisschen, aber wichtig war natürlich, dass wir den Ausgleich noch rechtzeitig geschossen haben. Und daher bin ich eigentlich wirklich natürlich erstmal sehr froh, aber mit der Leistung, wir müssen uns natürlich steigern jetzt haben. Weil wir müssen 60 Minuten konzentriert und konstant spielen und das haben wir jetzt leider nur über 30 gemacht, aber ich bin froh, dass wir den ersten Sieg geholt haben und ja, am Sonntag geht's weiter. Am Sonntag in Memmingen um 6:30 der Fanclub hat einen Fanbus organisiert. Treffpunkt ist um 2:45, Abfahrt um 3 Uhr. Fahrpreis ungefähr 17 Euro. Es sind noch 3 oder 4 Plätze frei oder brauchen wir unbedingt, um den Bus starten zu können. Bitte meldet euch gleich noch beim Fanclub, dass wir am Sonntag auch mit dem Fanbus rauffahren können nach Memmingen. Hat noch jemand aus dem Publikum eine Frage an einen der beiden Trainer? Ansonsten wollen wir das heute ganz kurz halten, weil, wie gesagt, es ist das erste Playoff-Spiel, Halbfinalspiel. Und keine mehr. Dann noch kurz andere Ergebnis. Lindau gewinnt 5:1 gegen Wiesbaden.
Ansonsten, wie gesagt, am Sonntag in Memmingen. Nächstes Heimspiel nächste Woche Freitag um 3:15 Uhr hier in der Stadt. Tschüss, ciao, vielen Dank.